So, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Wir spielen heute Civilization 5. Ich bin Druxy, einer von den beiden 10-1-0 Binaries. Und ja, ich habe mir erstmal hier ein Spiel geöffnet. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich nicht für irgendein Oberhaupt entschieden. Ich lasse einfach mal Zufall kommen, was kommt. Als Karte werden Kontinente gespielt, große Landflächen, kleine Inseln. Standardgröße, 8 Spieler. Schwierigkeitsgrad, fangen wir mal mit Prinz an, Spieltempo normal. So, dann gucken wir mal, was wir bekommen. Ah ja, okay, weil ihr es ja vielleicht schon sehen könnt, habe ich ein paar Mods eingebaut. Ein paar zusätzliche Zivilisationen. In diesem Fall Neuseeland. Man sieht, dass der Bonus dieser Zivilisation ist, dass wir 10% mehr Wachstum bekommen für jede Handelsroute mit anderen Zivilisationen oder Stadtstaaten. Mit denen ich ein wenn ich mit denen ein Verteidigungsbündnis habe, kann ich noch zwei zusätzliche Handelsrouten bekommen und ja. So. Dann kriege ich das hier. Anzac, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Kann sich besser heilen. Moderne, dauert ein bisschen. Okay. Defender. Braucht Kohle. Hat auch eine Reichweite von 3 Feldern anscheinend. Ah ne, wenn eine von 3 Feldern kriegen die Bonusschaden. Machen sie Bonusschaden. Okay. Große Reichweite. Wahrscheinlich auch relativ spät in der Zeit. Gut, beginnen wir mal das Ganze. So. Schauen wir mal, wo wir sind. Steine haben wir hier schon mal, Wild, etwas Seide. Schicken wir den Krieger mal, um zu gucken. Okay. Der Fluss ist zumindest nicht schlecht. Ich glaube, da bleibe ich gleich da stehen, wo ich bin. Könnten wir mal Wellington. So, gut. Wir beginnen mal mit der Forschung. Keramik. Ein Kornspeicher ist nicht verkehrt am Anfang, dass die Städte schnell wachsen. Und ein Speer, damit ich die Karte schnell erkunden kann. Gut, nächste Runde. So, schauen wir mal weiter, was wir noch so finden alles. Wem wir noch alles begegnen auf dieser Karte. Okay, hier ist mal auch Wasser. Von der Seite ist schon mal erstmal nichts zu erwarten, das ist schon mal nicht verkehrt. Hier auch nicht. Bin ich an so einer an einem Ende anscheinend, an so einem Kap. Na, okay. Nehmen wir mal so mit, ne? So, hier ist Ebenen von Wellington anscheinend, überall nur Wiesen, Ebenen. Ich glaube, die zwei müssten lang, wenn ich nur in eine Richtung erkunden kann, quasi Baumonument. Sonst überlege ich immer, ob ich mir einen zweiten Speer baue, damit ich möglichst viel von der Karte in schneller Zeit sehen kann und schon mal weiß, wo ungefähr was ist. Aber in der Hinsicht ist es jetzt etwas, naja, ich kann nach links, rechts und unten, kann ich nicht viel erkunden gerade. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich suche mal Eldorado. Ich dachte mir, dass ich da erstmal das genügen sollte mit einem Speer. Eldorado, schöne Sache, 500 Gold bekommen. Eine Ruine gleich daneben. So, was haben wir hier drin? Noch mehr Gold. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Bin ja nicht ein gemachter Mann hier, was ist denn das? Nicht schlecht. Ich habe den Stadtstaat getroffen, aber ich bin nicht der Erste gewesen, offensichtlich, sonst hätte ich 30 Gold bekommen. Das heißt, hier muss irgendwo noch einer sein. Okay, Keramik, sehr schön. Kultur, auch nicht schlecht. Kann man nichts. Ah, hier bin ich, wie man sehen kann, riecht 30 Gold, weil ich die erste Großmacht bin, auf die sie treffen. Das ist schon mal. Okay, das heißt, höchstwahrscheinlich hier oben irgendwo ist eine andere Zivilisation. Dann versuche ich mal. Ich könnte das Gold eigentlich ziemlich gut nutzen am Anfang. Das Ganze für eine schnelle zweite Stadt oder sowas benutzen, eventuell. Steine. Kann man nicht viel anstellen, gerade mit der Steinmetzkunst brauche ich dafür. Wo haben wir denn Steinmetzkunst? Da.
Ja, gut, Bergbau, ich mir denken können. Habe ich irgendwas mit Pferden? Nein. Okay, dann forsche ich. Der Tempel der Artemis wäre auch nicht verkehrt. Diese 10% Wachstum ist mag ich persönlich sehr gern. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe hier relativ viele Hügel, da müsst ihr ja nicht schnell Produktion kriegen. Gucken wir mal, was daraus passiert. So. Gehen wir gleich mal darauf am besten. Produktion. Unabhängigkeit. So. Weiter erkunden. Ich habe mich für Unabhängigkeit entschieden, damit ich möglichst schnell noch mehr Städte krieg. Weil hier ist relativ viel Platz. Das kann ich hoffentlich nutzen und mich schnell ausbreiten. Es wäre gut, wenn mein Krieger auch überlebt. Laufen wir mal in die Richtung. Nahegelegene Barbarenlager. Na toll. Ah ja. Ah ja, okay. Das dürfte sein. Lila-Weiß. Byzanz. Ja, steht's ja da. Gut, der Byzantiner hockt hier. Kornspeicher. Je schneller die Stadt wächst, umso besser. So. Dann sagen wir mal Hallo, ne? So. Oh, monopion thavma. Ποιον όνομα επιμισέ ο καλός ξένος? Είμαι η Θεοδώρα, η φίλη του Βυζαντίου. Ganz genau. Ja, auf Wiedersehen. Da kommt hoffentlich mein Krieger noch lebend an, das heißt, ich fahre lieber links rum. Na gut, wenn er da vorbeilatschen könnte. Geh mal so rum. So, okay, das ist aber schon mal nicht schlecht, dass hier nur in Anführungszeichen bisher ein Gegner ist. Schon mal etwas Platz, um mich auszubreiten. Wahrscheinlich ist, oder es wäre durchaus möglich, dass hier oben oder hier links noch irgendwas ist von jemandem. Vielleicht geht es auch hier rechts weiter, ich weiß es noch nicht. Einfach mal weiter erkunden, was wir so alles entdecken. Der Pfeil aber. Zum Beispiel das Bogenschießen. So, dann. Ich kann hier die ganzen Sachen ja nicht bearbeiten. Oder was brauche ich dafür? Einen Kalender. Ich habe noch keinen Kalender. Dann gehe ich einfach mal hier auf diese Produktion. Dann bringe ich mir die schnellen Siedler und habe schon mal ein bisschen mehr Produktion, damit mein Kornspeicher schneller fertig wird. So. Tierzucht bringt mir noch relativ wenig ohne Tiere. Das heißt, die Steine um abzubauen, brauche ich Bergbau. Und für die Seide brauche ich einen Kalender. Ich hätte hier einen Steinbruch. Ja, ich glaube, die Steinwerke bringen mir auch was für Steine, jeweils eine Produktion mehr. Das kann sich hier lohnen, mit drei Stück. Okay. So, laufen wir mal hier lang. Hallo. Okay, wie man sehen kann, mit den Mods haben sie natürlich keine neuen Videoclips eingebaut, sondern nur das Bild im Endeffekt eingefügt. Ja, hallo. Ja, passt. Freut mich, wo auch immer du herkommst. Ah, da ist er. Das heißt wahrscheinlich hier oben irgendwo. So, hier ist Wasser. Gehen wir noch in die Stadt, dann kannst du schon mal hochlatschen. Dann müsste. Ich gehe davon aus, dass hier gleich so eine Kurve kommt und dann nicht mehr viel kommt. Nicht viel zu entdecken. Ja, höchstwahrscheinlich. Könnt ihr die bitte meinen Speer in Ruhe lassen, dass noch andere die nerven können? Kein Risiko. Laut Anzeige bin ich zwar, aber es gibt öfter mal so kleine Varianzen. Abschweifungen, dass es nicht ganz stimmt und dann gucke ich blöd, wenn mein Speer einmal tot ist. So. Wellington wächst und gedeiht. Das ist schön. Ja, da du jetzt hier hingehst, nehmen wir mal das unwegsame Gelände. Hier ist zwar gerade noch Ebene, aber hier wird es ein bisschen
unruhiger, sag ich mal. Hier ist auch Ende. Bin ich allein mit dem Byzantiner auf hier auf der Insel oder was? So, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Versuchen wir es. Ja, sind wir mal. Moment. Verwaltung der Bürger. Produktionsfokus. Ich wachse zwar nicht mehr. Haben wir Standardfokus. Wenn ich das hier wegnehme und das hier dafür nehme, brauche ich noch 13 Runden. 9 Runden. 13 Runden. Ich spare 3 Runden zum Bauen im Endeffekt. Ja, versuchen wir es. Meine Stadt wächst am Anfang etwas langsamer, dafür später umso mehr. Hoffentlich. So, was haben wir hier noch? Panama-Stadt. Ich gehe davon aus, dass hier hinten ein Ende ist. Hoppana. So. Es hätte gewisse Vorteile, mit dem Byzantiner alleine zu sein auf der Insel. Und dem Türken wahrscheinlich. Es wäre nicht komplett verkehrt, sagen wir mal so. So, hier ist nochmal ein Barbarenlager. Es wäre jetzt riskant hier zu laufen, ne? Gehen wir da an. Ah, hallo, Naturwunder. 2. Achso, falls in mein Gebiet. Dann kriegen wir nur 1. Erstmal. Genau. So, er lebt noch. Gut, lauf. Armer Speer. Die Preise Barbaren. So, jetzt haben wir einen Kalender. Mal schauen, in ein paar Runden habe ich eine Kultur, dann kann ich mir vielleicht meinen Bautrupp holen, dann kann ich schon mal die. Ich könnte mir überlegen, es wird sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen, wenn ich die Steinwerke zwischenschiebe. Außerdem brauche ich dafür erstmal einen Steinbruch. Nee, es lohnt sich nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal Richtung Bergbau. Damit ich meine Steine hoffentlich bald benutzen kann. Also was für Materialien auch immer der Tempel gerade gebaut wird, Stein ist es auf jeden Fall nicht schon mal. Den kann ich noch nicht benutzen. Das ist ein Holztempel wahrscheinlich. Nicht verkehrt. So, was haben wir hier? Gewürze. Und Salz. Noch mehr Gewürze. Okay. Hier oben beginnt so ein bisschen ein anderer Abschnitt, wie man sieht hier. Hier ist alles so ein bisschen. Naja. Vergesst, was ich gesagt habe. So. Mehr Barbaren. Noch ein Stadtstaat. Hier sind viele Stadtstaaten und wenige andere Zivilisationen, sag ich mal. Auf zu den Gewürzen. Gehen wir da. Aber da war auch schon jemand da vor mir. Wahrscheinlich der Türke, der wohnt hier irgendwo. So. Schießen wir auf die Barbaren. Noch können sie bei uns nicht viel anrichten. Früher, später werden sie natürlich nervig werden, wenn sie die Modernisierungen versuchen und wahrscheinlich auch Erfolg dabei haben, sie zu zerstören. Aber so im Moment gibt es nichts zu holen. Außer Pfeile. Gut, dann erkunden wir mal weiter. Schauen wir uns mal hier drauf. Bursa, die türkische Hauptstadt. Okay, na dann gehen wir mal. Na, Moment, schau mal nach. Gerade hat der Siedler wenig Sinn, wenn hier gerade ein Barbar rumläuft. Bautrupp allerdings auch relativ wenig. Aber ich glaube, ich kann den Bautrupp besser beschützen, gerade als ein Siedler. Vor allem habe ich gerade noch nicht so viel zufrieden, dass ich mir eine zweite Stadt leisten kann. Bauen den Bautrupp. So, gut, dass er auf der Seite rauskommt. So. Der kann. Ah ja, meine Stadt ist ja weg. Ich weiß nicht warum, das ist. Lass euch nicht irritieren. Hier steht die Stadt. Sieht man zwar nicht, aber irgendwie ist es bei mir mit diesem Mod ein kleiner Fehler. So. Der sollte hier, da hier eine Stadt ist, kann ich nicht durch. Da kann er auch nur über den Hügel 1 Feld, dann kann ich ein Feld laufen. Gehe schon mal Richtung Seite. Wenn er daher läuft, kann ich ihn abschießen. Genau. So. Ach so.
Na gut, dann warten eine Runde, dass ich Berg bauen kann, damit ich den Wald abholzen kann. Gut. Der Byzantiner ist auch schon hier. So groß scheint dieser Kontinent hier nicht zu sein. Okay, dann kann ich jetzt die Plantage bauen, das ist gut. Den Krieger, ja, darf man mal durchlaufen. Mal gucken, ob er überhaupt noch viel kommt. Jawohl, dürfte schon. Noch relativ viel offen. So, forschen. Das Mausoleum wäre auch nicht verkehrt. Abgesehen davon, dass ich eh Steine abbauen will, kann ich mit den Steinen noch viel anfangen, wenn ich ein Mausoleum kriege. So, da sind Barbaren, das heißt, wir laufen oben rum. Ein bisschen Abstand halten, sicherheitshalber. Eine weitere Ruine, sehr schön. So, was haben wir denn hier drin? Eine grob gezeichnete Karte der Umgebung. Na, schön. Hier scheint eine kleine Insel zu sein. Damit kann ich gerade noch nicht viel anfangen. Oh, das ist schlecht. Schau, ob ich den. Ich hoffe, den müsste ich tot kriegen, oder dass was stirbt. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ich glaube, er macht nicht mehr Schaden, als ich mich heile, oder? Okay. Das war der Tempel des Artemis. Wir haben ihn geschafft. Wunderbar. So, oder? Ja, haben wir nicht. Moment. Das irritiert mich gerade. Doch, wir haben ihn fertig, ne? Schauen wir mal kurz nach hier. Müsste er hier drin stehen. Genau, da steht er. Sehr gut. Perfekt. Das hat mich nur gerade die Anzeige irritiert, dass es nur so ein Viertel fertig ist. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt einen Bautrupp. Wir haben ein kleines Wunder. Wenn das fertig ist, kann ich mit den Steinwerken hier eine Menge produzieren auf jeden Fall. Ein Bogenschütze ist, glaube ich, nicht verkehrt gegen die Barbaren, die Ankommenden und meinen Bautrupp zu schützen vor allem. So. Bauen wir mal hier oben noch eine Farm. Ich kann ja den Fokus wieder ein bisschen umstellen. Das Ding kann jetzt wieder weg. Theoretisch. So. Wollt's wir besser? Dann nehmen wir das dann. Das ist deine Farm. So. Steinmetzkunst. Sehr gut. Und wieder die erste Großmacht mit 30 Gold. Sehr schön. Ah, anscheinend ist er noch nie nach unten gelaufen, weil so weit ist es ja nicht. Naja, ich nehme es gerne. Ich will mich nicht beschweren. So. Segeln. Ich habe noch keine Stadt am See, am Meer, deswegen bringt es relativ wenig. Schrift wäre nicht schlecht, glaube ich. Tierzucht bringt immer noch relativ wenig ohne Tiere. Bronzeverarbeitung, Dschungel entfernen, ich habe keinen Dschungel. Eisen wäre jetzt nicht so schlecht, sag ich mal, aber Kaserne und Sperrkammer brauche ich gerade nicht so. Gehen wir auf Schrift. So, wenn ich den Bogenschützen habe, kann ich mir dann schon mal überlegen, wo ich dann eventuell mal meine zweite Stadt bauen will. Oder ein Mausoleum. Ah, goddammit, diese Wunder. Mich immer führen mich in Versuchung. Ja, versuchen wir es, oder? Versuchen wir es. Wir spielen riskant heute. Wo kommst du durch? Interessante Grenzerweiterung. Ah, nee, da ist noch eine hier. Okay. Ich hoffe, der kann hier oben durchlatschen. Und es überleben. So, du machst Bereitschaft, falls irgendwas kommt. Im Endeffekt gibt es hier ja nicht mehr viel zu holen. Ich schätze mal, dass hier auch nicht so viel mehr Neues kommt. Wenn hier Wasser ist und da Wasser ist, wird es höchstwahrscheinlich so irgendwie sich verbinden. Ich glaube jetzt nicht, dass es da noch so... Oder es wäre möglich, sagen wir so. Versuchen wir es mal rauszufinden. Ah, Gott.
Ich hoffe, der Krieger kommt irgendwie lebend heim. Jeder Mann zählt. So, dann gehen wir auf die Steinmetzkunst. Auf den Steinbruch. Der dürfte da nicht hinschießen können. Da ist ein Wald, da kann er nicht über den Wald drüber schießen. Ja, passt. Jetzt verschanze ich mich mal hier. Zack, zack, hier ist ein Dschungel. Ja, wahrscheinlich geht's hier durch. So. Die belesenen Völker der Welt. Diese Statistik ignorieren wir mal. Hat keiner gesehen. Ich mache halt qualitativ hochwertige Technologien statt Quantität, ne? Abgesehen davon ist es ziemlich erklärbar, weil ich ja hauptsächlich Wunder gebaut habe bisher. Wenn ich jetzt, ja, wegen den Wundern habe ich natürlich nicht so viel meine Stadt erweitert und sowas. Wahrscheinlich sind die anderen Städte jetzt, obwohl das Stufe 3, 4. Naja, vielleicht haben die einfach irgendwie, es wäre möglich, also natürlich ist es unwahrscheinlich, dass alle anderen Technologien gefunden haben in irgendwelchen Ruinen, aber es wäre möglich. Oder ich habe einfach nur schlecht geforscht. Wäre auch möglich. So, Philosophie dauert so lange. So eine Hochschule wäre nicht schlecht, aber die dauert so ewig. Vielleicht gehen wir jetzt einfach doch auf Tierzucht. Allein schon wegen Karawanen oder sowas. Wobei ich nicht weiß, ob die so weit kommen am Anfang. Naja, Speer zurück. Also falls ich jetzt mal eine zweite Stadt habe, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe Richtung Eldorado, hier in die Küste irgendwo, mit den Schaf, Rind, Seide. Oder irgendwo in die Ecke. Mit Dschungel, Fluss, Weizen, Seide, Zitronen, Bananen. Naja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt ja erstmal mich entschieden, ein Mausoleum zu bauen. So, wir mal gleich noch einen Steinbruch, weil es so gut gelaufen ist. Da stellen wir uns mal hier an das kleine Spähposten. So. 7 Zufriedenheit habe ich. Der Stadtbau braucht schon mal 4 davon weg. Also muss kommen. So. Ja, das habe ich schon gemeint, dass er sich da irgendwie empfiehlt. Naja. Ich tendiere schon irgendwie, dass ich mich vielleicht hier hinsetze irgendwo. Eldorado ist halt dann weit weg, aber es wäre näher, als da hochzulatschen. Und diese Sicht, also mit den Empfehlungen hier, ist ja auch nicht immer hundertprozentig das Beste, habe ich gehört. Ich könnte mich hier gleich ins Vieh reinhocken, sag ich mal. Ich glaube, das mache ich auch. 3 Felder Umkreis, wenn ich hier baue. Müsst gleich aufpassen hier. Aufploppen. Oder auch nicht. Naja. Also 3 Felder Umkreis, wenn ich jetzt hier eine Stadt bauen würde. 1, 2, 3 würde ich das kriegen. Würde ich das, die Fische kriegen noch. Wäre nicht alles hier drin. 1, 2, 3 wird das auch noch drin. Ich versuche da hinzukommen. Speer, Spähen. Los, sieht gut aus. Habe ich Tierzucht, genau, wunderbar. Jetzt empfiehlt er auch hier was interessant. Ich baue hier direkt in das Rind rein, wahrscheinlich. So, der Speer wird gleich da. Bau mal das Rad. Das Rad ist gut. Eine Wassermühle ist immer sehr sinnvoll. Plus Nahrung, plus Produktion. Mehr brauche ich am Anfang gar nicht. So, gehen wir da hin. Du gehst wieder zurück, dich brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Vielen Dank für deine Hilfe. So, dann gehen wir da lang. Langsam mal Richtung zurück. So, müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt eine Stadt hier baue, müsste es noch da sein eigentlich, oder? Das Vieh. Ja, da steht noch Vieh. Hier unten rechts, wo jetzt hier Stein steht, steht jetzt Vieh, genau. Das passt. Sehr schön. Gut, dann hole ich mir bei Möglichkeit
hier erstmal einen Quantenspeicher. Je schneller die Dinger wachsen, desto besser. Dich stelle mal ein bisschen höher noch. Und dafür Bereitschaft. Du kommst am besten irgendwie zurück. Ja, latsch das mal gerade durch. So, beim 7 Stück hin. So, gut. So, der Steinbruch ist auch fertig. Das ist auch gleich fertig. Dann kriege ich jetzt gleich noch Gold für jedes 2 Stück die Runde. Sehr hilfreich, sehr hilfreich. Jetzt habe ich auch Pferde hier, sehe ich gerade. Das habe ich anscheinend vorher noch nicht sehen können, vor dem Reiten. Auch nicht schlecht. Brauchen wir erstmal da eine Farm hin. Kann nicht nächste Runde schneller dahin laufen, wenn es bis dahin sich hoffentlich entwickelt hat. So. Ja. 100 Gold für große Persönlichkeiten. Für jede Marmor- oder Steinressource kriege ich 2 Gold. Also die beiden hier. Sehr schön. Bauen wir jetzt erstmal eine Farm hier hin. Und hier Steinwerke. Ist auch kriegen noch mehr Produktion. Dann gehen die anderen Städte wie im Fließband wahrscheinlich, hoffentlich. Das ist ziemlich nice. Die ganzen Steine. Habe ich Glück gehabt mit meinen Wundern auch, dass sie gut durchliefen. Weisheit und Tugend sind wie zwei Räder an einem Wagen. Sehr schön. Gut, dann die hängenden Gärten eventuell. Nein, das kann ich nicht bauen. Ich habe keine Tradition bisher. Was haben wir denn da noch hier so alles? Segeln braucht immer noch wenig. Obwohl, jetzt habe ich theoretisch was am Ufer. Fallen stellen. Kann ich ja nicht mal machen. So, insgesamt wäre es nicht schlecht. Ein Zirkus ist auch nicht verkehrt für ein bisschen Zufriedenheit. Bronzeverarbeitung bringt mir noch nichts, glaube ich. Ich brauche nur nicht so auf Krieg aus. Mathe hat dasselbe. Im Endeffekt auch mit Krieg ist gut, sonst nicht. Bauwesen, Philosophie wäre nice, aber dauert so ewig. Ja, fallen stellen. Krieger, wo gehst du hin? Ich stelle auch mal hier irgendwo auf den Hügel, dass ich was sehen kann am besten. Na, dann bauen wir hier nochmal einen Bauernhof. Da ist, glaube ich, gut. Habe ich gute Sichtweite wegen den Ebenen, dass ich durchschauen kann. Ja, lass das mal so stehen. Ist halt nur blöd, wenn hier unten noch eine Arbeitanlage auftaucht. Naja. Kultur, da, Stadtschadenmeldungen. So, Steinwerke sind fertig. Jetzt habe ich hier schon 3 Produktionen pro jedes Ding. Das ist sehr viel für die Zeit gerade. Ich könnte die große Bibliothek anfangen. Oder die Pyramiden. Das ist beides nicht schlecht. Ich baue eine Wassermühle vorher, damit die Stadt noch gut wächst währenddessen und ich nochmal ein Stück mehr Produktion kriege. Es könnten genau diese Runden sein, die mir fehlen am Ende, aber das Risiko gehe ich jetzt ein. Selbst wilde Bestien. So, was haben wir jetzt hier noch? Reiterei. Ja, Reiterei ist gut, glaube ich. Ein paar Karawanen. Ein Stall für meine Pferde. Dürfte helfen, auf jeden Fall. So, dann brauchen wir gleich mal einen Stall, wenn ich den Stall habe. Also, erstmal das Gitter. Ήκουσα σε πρέποντα Θεσσαλοτρίας ομιλίας. Με δείξας. Eine Botschaft will sie haben. Botschaft, Botschaft. Naja, ich denke, es wird mir relativ wenig bringen, das Ganze zu machen, gerade weil ich... Im Endeffekt hast du durch die Botschaft nur den Vorteil, dass du weißt, wo ihre Hauptstadt ist und sowas. Ich denke, es hat bei mir gerade wenig Sinn, auch wenn ich sie ein bisschen verärgere damit, weil ich weiß ja schon, wo sie hockt. Ich wüsste zumindest nicht, dass sie noch einen anderen Effekt hat gerade. Wenn ihr was, wenn ihr was wisst dazu, könnt ihr mir das gerne sagen. In die Kommentare schreiben oder sonst was. So. Dann haben wir das alles hier. 12 Runden braucht es noch. Das ist eine akzeptable Zeit. Akzeptabel. Bauen wir eine große Bibliothek. Hoffen wir, es klappt noch. 12 Runden.
Die fortschrittlichsten Völker. Warum bin ich eigentlich immer letzter? Tja, ich bin weder gut gebildet noch fortschrittlich. Aber ich habe Steine. Und ich brauche sehr schnell eine Luxusressource, die ich gerade, weil ich Unzufriedenheit habe. Seide habe ich, das habe ich. Schafe, Weizen bringt mir auch alles keine Zufriedenheit. Verdammt. Ich könnte hier mich hinbauen und den Marmor mir holen. Das ist, glaube ich, das einzige Gute, was ich gerade tun kann. Das kostet mich denn der Spaß? 50. 105 insgesamt, okay. So, dann hol dir den Marmor, schnapp ihn dir. Hier brauchen wir noch eine Wassermühle. Weg schon ziemlich gut, schon Stufe 4. Die Rundenzahl ist natürlich jetzt etwas sehr hoch, wegen der Unzufriedenheit. Für ein stolzes Klassik, das ist so. Sehr gut. Jetzt wird sich wieder vierteln, das Ganze, wenn ich jetzt halt wieder Unzufriedenheit bin. Die Zahl der Runden, die ich brauche. Oh, Philosophie. In 6 Runden dürfte ich wieder zufriedene Leute haben. Ich werde, glaube ich, gleich noch. Wenn du mir Kakao gibst, machen wir es. Völlig inakzeptabel. Uvipo. Also erstmal muss man. Uvipo. Okay, leider nicht. Ich sehe keinen Sinn darin, dir meine Botschaft zu geben. Ich sollte mir vielleicht das hier hinbauen auch noch, dann kriege ich auch hier die Kultur. Das ist, glaube ich, am Anfang ziemlich hilfreich. So. Ja. So, haben wir hier wieder eine Politik. Ja, Moskau ist halt, Alter. So, was machen wir jetzt kostenlos? Philosophie braucht noch 8 Runden, Drama braucht 11. Das würde am meisten bringen, theoretisch. Oder sagen wir, das würde mir am meisten ersparen. Ja. An sich bringt mir die Forschung zwar relativ wenig, aber dann habe ich zumindest schon mal das Ganze. Bauen noch Pyramiden hinterher. Stonehenge hat jemand baut. Die dauernd eine Botschaft mit mir haben will, das bei mir haben will. Jetzt halt haben wir es, wunderbar. Jetzt habe ich wieder Zufriedenheit. Das ist nur noch 5 Runden, das sind noch 6 Runden. Das sieht schon sehr viel akzeptabler aus. So, nein, du gehst erstmal rein. Da. Bauernhof. So. Es gibt nur ein. Philosophie haben wir. Läuft gut. Was forscht man jetzt als nächstes? Kolosseum für Zufriedenheit wäre nicht schlecht. Und die Bogenschützen verbessern wäre auch nicht verkehrt. Theologie, ich weiß nicht. Ich spiele nicht so auf die religiöse Schiene bisher immer. Deswegen ist es mehr so, naja, es gibt viele Wunder, aber bringt mir relativ wenig, weil ich nicht auf Glauben spiele. Deswegen den Gärten kann ich nicht bauen, Gerichtsgebäude brauche ich nicht, wenn ich noch keinen Krieg führe und Katapult auch nicht. Bronzeverarbeitung ist dasselbe Spiel. Gehen wir auf Segeln, würde ich sagen. Erkunden für die Meere. Die Schmerzen des Todes, die über uns kommen, nicht mehr. Sehr schön. Pyramiden auch funktioniert, haben wir nochmal 2 Bautrupps bekommen. Wunderbar. Gut. Ich werde dann auch hier mal das Video beenden. So als erster Eindruck. Es ist ja, wie gesagt, mein erstes Let's Play. Und ich hoffe, dass ihr mir alle eure Meinung dazu geben könnt. Wer zumindest Lust darauf hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht soweit. Ich werde auch gerne das Spiel weiterspielen, wenn es euch gefällt. Und vor allem diesen Spielstand hier nicht wegwerfen, sondern erstmal das Ganze speichern, werden wir auch gleich mal machen hier. So, speichern.
als, nennen wir es, ja, Let's Play New Zealand. Speichern. Sehr gut. Gut, dann, wie gesagt, sagt mir gerne eure Meinung, was ihr dazu sagt. Ob es von der Qualität her passt, ob es von den, alle, was euch irgendwie auffällt, was positiv, was negativ ist. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Ich werde gerne auch andere Spielevorschläge noch annehmen. Ich habe noch vor, eventuell Fallout 3 zu spielen. Nochmal, da ich mich sehr auf das Fallout 4 freue. Und das Reihe vorher nochmal durchspielen wollte. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne irgendwas schreiben, was ihr dazu denkt. Und mir sämtliche Sachen, Video, Sounds, Qualität, alles, für Ratschläge bin ich offen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.